Vielen Dank. Aber Frau Kipping, noch eines ganz praktisch dazu. Wenn Sie von Mindestsicherung sprechen und von guter Arbeit, die muss wirklich sehr gut sein. Wir haben mal nachgerechnet, Sie fordern einen Regelsatz von 500 Euro. Das ist also weit mehr, als der Paritätische je gefordert hat. Und Sie fordern die Anrechnungsfreiheit des Kindergeldes. Wir haben mal durchgerechnet, für eine Familie mit 2 Kindern, mit 6 und 12 Jahren, eine vierköpfige Familie, kommen Sie damit auf ein Budget von 2.418 Euro. Das durchschnittliche, ist mit drin. Das durchschnittliche Erwerbseinkommen von solchen Familien liegt zurzeit in Deutschland bei 2.115 Euro. Das heißt, Deutschland würde, wenn wir das umsetzen, im Durchschnitt Hartz IV beziehen. Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Also ganz so weit sind wir ja nun auch nicht entfernt von den Forderungen des Paritäters. Wenn ich mal erinnern darf, mir liegt eine Stellungnahme des Paritäters vor, wo immerhin eine Regelsatzerhöhung auf 435 Euro sehr wohl befordert worden ist. Aber wir haben das Kindergeld angerechnet. Mir liegen auch Stellungnahmen verschiedener Sozialverbände, gewerkschaftlicher Initiativen vor, die sagen, es ist schon ein Problem mit der Anrechnung des Kindergeldes, weil man muss sich einfach mal vergegenwärtigen, was ist denn passiert im Zuge der Kindergelderhöhung. Wir hatten vor kurzem eine etwas geringe Kindergelderhöhung. Ein Millionär hat das natürlich bekommen, ohne Abschläge. Währenddessen für jemanden, der ein Hartz IV ist oder eine alleinerziehende Mutter, die Aufstockerin ist, die hat diese Erhöhung sofort angerechnet bekommen und hat dadurch nicht mehr gehabt. Ich finde, das ist schon eine gewisse Art von Ungerechtigkeit, wenn eine Kindergelderhöhung zwar eine Millionär zugutekommt, einer alleinerziehenden Aufstockerin aber nicht zugutekommt. Das ist ein Problem, was wir auf jeden Fall ansprechen wollten. Okay, noch mal ganz kurz, aber das Problem ist schon bei den Linken erkannt, dass Ihr Hartz-IV-Satz deutlich über dem Durchschnittserwerbseinkommen liegt. Wir wollen, das habe ich vorhin schon ausgeführt, ja tatsächlich, wir wollen ja diese Systematik, die jetzt wirkt mit Hartz IV, dass es sowohl dass sich das Lohngefüge auf einer Abwärtsbahn befindet, die wollen wir ja umkehren. Deswegen haben wir ja auch gesagt, die Einführung eines gesetzlichen flächendeckenden Mindestlohns von 10 Euro geht für uns Hand in Hand. Also es geht uns nicht darum, zuerst den Regelsatz von 500 Euro einzuführen und dann mal zu schauen, was mit dem Lohngefüge passiert, sondern wir sagen ganz klar, es muss sofort die Einführung eines gesetzlichen flächendeckenden Mindestlohnes geben. Finde ich, hier muss man an 10 Euro sich orientieren. Und wenn dieser Mindestlohn wirkt, stimmen diese Rechnungen, die Sie gemacht haben, nicht mehr, weil das Lohngefüge generell nach unten geht. Und in einem Punkt, ja, wir haben in den letzten Jahren eine Entwicklung gehabt, dass die Schere zwischen Arm und Reich in diesem Land deutlich auseinandergegangen ist. Dass es eine extreme Konzentration von Einkommen beim reichsten Zehntel gegeben hat, währenddessen das unterste Fünftel in der Bevölkerung immer weiter nach unten gesagt ist. Und das wollen wir tatsächlich durchbrechen, dazu stehen wir. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass es zumindest eine gesellschaftliche Kraft gibt, die sich dafür einsetzt, dass die Schere zwischen Arm und Reich stärker geschlossen wird. Vielen Dank. Herr Beck, Sie sind für 420 Euro, um bei Beträgen zu bleiben, und haben im Übrigen auch sonst eigentlich sämtliche Forderungen und Vorschläge des Paritätischen übernommen. Dafür danken wir herzlich und wir sind auch gerne hilfreich weiterhin. Nur, das haben Sie vor 2002 schon mal gemacht. Und herausgekommen ist Hartz IV. Und Ihre Protagonisten waren nun nicht die, die das als Betriebsunfall darstellten, sondern ich kann mich noch an viele Diskussionen erinnern, wo die hammerhart diese geringen Regelsätze verteidigt haben. Woher sollen wir bei diesen Wahlen jetzt den Glauben nehmen, dass das kommt, was Sie uns versprechen? Nee, das stimmt ja so nicht. Wir haben ja über diese Frage der Regelsatzhöhe in der Koalition damals und auch im Bundesrat heftig gestritten. Wir wollten damals schon einen höheren Regelsatz. Wir fanden es richtig, Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe zusammenzulegen. Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zusammenzulegen. Und weil das fand ich auch nie überzeugend, dass jemand, der schon im System war und den Regeln des Systems gehorcht hat, dass der mehr bekommt als die alleinerziehende Mutter, die nicht arbeiten kann, weil es keine Kinderbetreuung gibt. Dass die dann auf Sozialhilfe gesetzt wird, das war unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten nicht zu vertreten. Und über die Regelsatzhöhe, das ist natürlich ein zweiter Punkt, wo man sagen muss, das ist gegenwärtig zu niedrig und es wird immer dramatischer, weil die Lebenshaltungskosten ja steigen und die Hartz IV ist nicht in gleicher Weise mitgestiegen und hatte auch damals schon nicht die ausreichende Höhe. Trotzdem finde ich auch wichtig, dass, wenn wir über Gerechtigkeit reden, wir wirklich
die Arbeitslosen und den Niedriglohnsektor beides gleichermaßen im Auge behalten und überlegen, mit welchen Instrumenten man im jeweils anderen Bereich welche Effekte erzielt. Ich finde zum Beispiel, wenn man darüber redet, wie die FDP, wir wollen alle mehr entlasten, dann gibt es eine gute Möglichkeit, außerhalb des Steuersystems die einfachen Einkommen stärker zu entlasten. Und da haben wir gesagt, wir wollen mit unserem Progressivmodell, dass die Sozialversicherungsbeiträge genau wie die Steuer erst mit zunehmenden Einkommen langsam ansteigen und nicht bei 400 plötzlich auf 42% springen. Das ist der entscheidende Ansatz, um die einfachen Einkommen tatsächlich zu entlasten und um auch Arbeitgeber einen Anreiz zu geben, nicht in Schwarzarbeit zu gehen, beziehungsweise überhaupt bestimmte Beschäftigungsverhältnisse in diesem Niedriglohnsektor zu schaffen. Weil wir haben natürlich verschiedene Ansatzpunkte, wie wir aus der Krise rauskommen. Wir müssen qualifizieren, wir müssen die Gerechtigkeitsfragen in unserem Bildungssystem lösen. Aber auch wenn wir das tun, kommen da aus dem Bildungssystem am Ende nicht nur Universitätsprofessoren raus, sondern auch Menschen mit einfachen Qualifikationen. Und die sollen auch von ihrer Arbeit ihren Lebensunterhalt finanzieren können. Und das muss man einmal machen, indem man bei den Sozialversicherungsbeiträgen anders ansetzt und indem man zum anderen dafür sorgt, dass es nicht mehr Löhne gibt von 3 Euro die Stunde, wie die Friseure in Sachsen. Das kann nicht sein. Da brauchen wir auch tatsächlich einen Mindestlohn, der grundsätzlich von den Tarifparteien in einer Kommission vereinbart wird, aber wo es auch ein absolutes Minimum gibt, das der Gesetzgeber als Untergrenze einführt. Da sagen wir 7,50 Euro. Man muss das mit Augenmaß machen. Man kann auch jede sinnvolle Forderung, indem man es bei den Beträgen überzieht, zu Tode reiten. Und darüber, über den 7,50 Euro, sollen die Tarifparteien dafür sorgen, dass jeweils bereichsspezifisch und auch unter Berücksichtigung der regionalen Arbeitsmarktsituation Mindestlöhne festgelegt werden, beziehungsweise dann Tariflöhne für die höheren. Bei 7,50 Euro Mindestlohn, das hat ja auch die SPD in ihrem Wahlprogramm, Sie haben 10 Euro, kommen wir zu einem weiteren Problem, das uns umtreibt, wenn wir über Gerechtigkeit sprechen und über Teilhabe sprechen, das ist die Altersarmut. Wir haben mal durchgerechnet, beim SPD-Programm wird ja der Mindestlohn auch als ein präventiver Akt gegen Altersarmut dargestellt. Für 7,50 Euro muss man 55 Jahre arbeiten, um wenigstens eine Rente auf Grundsicherungsniveau zu bekommen. Und wir wissen... Aber wir kommen jetzt von 3 Euro, nicht? Und wir wissen, dass wenn nicht hier massiv vorgebeugt wird, wir im Jahre 2020 eine Situation erreichen, wo die Altersarmut wahrscheinlich wieder zweistellig sein wird in Deutschland und nicht mit so geringen Quoten auskommt wie jetzt. Ganz konkret die Frage, Frau Schmidt, was gedenkt die SPD zu tun, damit dieses nicht eintritt? Also das Wichtigste, das haben Sie eben angesprochen, das ist wirklich, dass wir dafür sorgen, dass Menschen Beschäftigung haben. Und ich will da nicht die Mindestlohndebatte als eine haben, wo wir sagen, das ist jetzt der Lohn in Deutschland. Das ist doch nur ein Instrument, um das Absacken nach unten. Irgendwo gesetzlich geht nichts mehr. Wir haben heute ortsübliche Entlohnung. Und das kann ich aus dem Pflegebereich sagen. Das sind 5 Euro, 4,50 Euro. Und Menschen, die harte Arbeit machen, müssen am Wochenende Kellnern gehen, damit sie sich und ihre Familie ernähren können. Und wir haben in unserem Gesetz gesagt, im Pflegegesetz, die Pflegekassen dürfen mit keinem Anbieter mehr einen Vertrag schließen, wenn nicht die ortsüblichen Tariflöhne gezahlt werden, aber das ist ortsüblich. Wenn ich das nicht nach unten absichere, und dafür haben wir jetzt die Kommission, Gott sei Dank geht Altenpflege ins Entsendegesetz, und die ersten Entscheidungen sind ja schon getroffen, auch mit dem Arbeitgeberverband. Ungelernte Kräfte, also nicht die, die eine Pflegehilfeausbildung haben, ganz ungelernte Kräfte, im Osten mindestens 7,50 Euro, im Westen mindestens 8,50 Euro, damit es nicht mehr drunter gehen kann. So. Was aber da, worauf es ankommt, ist, dass wir vernünftige Tariflöhne haben und eine Beschäftigung haben, die den Menschen auch ein gutes Einkommen sichert. Das muss doch immer oberhalb des Mindestlohns leben. Ich werde doch nicht dafür eintreten, dass alle jetzt 1.000 Euro im Monat verdienen. Man muss mal umrechnen, was Mindestlohn 7,50 Euro bedeutet. Davon kann keiner reich werden. Da wird schon, ist schon etwas oberhalb von Ja, Sozialhilfesatz oder Hartz-IV-Satz, wenn man alles reinnimmt, aber nicht um Reiche. Das ist das eine. Das zweite ist, ich möchte noch mal darauf hinweisen, wir haben eine ganze Menge auch getan im Rentensystem, um die
Fragen, zum Beispiel Kindererziehung, Altersarmut von Frauen. Das waren ganz schwere Akte. Ich war da schon im Parlament und mit vielen von Ihnen hier haben wir da zusammengesessen. Dass wir heute nicht nur haben 3 Jahre, dass Kindererziehung bewertet wird, sondern 3 Jahre so, als hätten die Frauen oder Männer, wenn sie das machen, ein Durchschnittseinkommen verdient. Dass wir eine längere Anrechnung haben in Bezug auf Aufstockung der Rente, wenn Teilzeit gearbeitet wird. Dass wir das bei der Betreuung Behinderter oder Pflegebedürftiger aufgestockt haben. Das sind alles Dinge, die wichtig waren, um auch ein Stück das, was an gesellschaftlich notwendiger Arbeit immer geleistet wurde und was im Grunde genommen dazu führte, dass man keine Rentenansprüche hat aufzubauen. Aber das andere ist, wie fördern wir eigentlich die zusätzliche, auch kapitalgedeckte Säule. Wir haben da vieles investiert in Frage Förderung der betrieblichen Altersvorsorge. Ich will gar nicht sagen, dass alles da perfekt ist in der Frage auch zusätzliche Richterrente. Und wer sich anschaut bei der Frage der Zuschläge, also die, wo gehen eigentlich die Zuschläge hin? Da sind sehr viele, die wir erreichen, die ansonsten überhaupt das nicht aufbauen können. Aber ohne dass es einen wirklich Beschäftigungsmarkt gibt, wo wir investieren, das ist eben schon genannt worden, in der Frage Bildung. Wie kriegen wir es dazu, dass jedes Kind einen Abschluss hat und dass es wirklich eine gute Beschäftigung hat? Ohne das werden Sie auch nie eine Altersrente aufbauen können, die ja meiner Meinung nach, wenn man im Prinzip, wenn man 35 Jahre eingezahlt hat, muss die oberhalb des Sozialhilfesatzes leben. Das muss ja das Ziel sein, damit wir da hinkommen. Mit Ihrer Erlaubnis würde ich gern was dazu sagen. Aber um das Bild zur Renten Politik doch zumindest auch rund zu machen, vollständig, soll ja nicht unerwähnt bleiben, dass das Rentenniveau gleichzeitig ziemlich geschliffen wurde durch Dinge wie Riester-Faktor, Nachhaltigkeitsfaktor. Ja. Das heißt, dass ganz bewusst das, was jemand in 10, 20, 30 Jahren rauskommt, deutlich niedriger aber wird als heute. Herr Schneider, nur eines ist auch so, das sind prozentuale Zahlen. Jetzt sage ich Ihnen, ich bin mit Ländern unterwegs, da haben die Menschen anschließend 80% von dem in der Rente, was sie gehabt haben, als sie erwerbstätig waren. Und das liegt deutlich unter einem Niveau von 40%. Entscheidend ist, und das ist die Herausforderung, und da sind wir alle gefordert, gelingt uns das eigentlich durch richtige Investitionen in die Köpfe unserer, in die Gesundheit unserer Kinder, in Aufwachsen, in Chancen, dass wir den Wohlstand in unserem Land halten können. Das ist in einer Gesellschaft, wo wir mehr Ältere haben und weniger Jüngere und wo wir auch konkurrenzfähig sein müssen zu jüngeren Ländern. Wie schaffen wir das? Und da sage ich Ihnen, mit dem Franz Müntefering hat er schon recht. 45% von viel ist mehr als 50% von wenig. Und deshalb kommt es darauf an, wo ist eigentlich das Niveau und was streben wir an, damit Menschen in diesem Land auch im Alter gut leben können. Frau Kipping, Sie treibt es um dazu. Also ich finde, was nicht geht, Frau Schmidt, ist, dass Sie lange darüber reden, wie Sie die betriebliche Rentenvorsorge gefördert haben, ohne zu erwähnen, in welchem Maße die gesetzliche Rentenversicherung geschliffen worden ist. Wenn man einfach mal zusammenrechnet, was es alles an Kürzungen unter Rot-Grün vor allen Dingen gegeben hat, dann muss man sagen, dass wenn man all diese Kürzungen zusammen addiert, kommt am Ende raus, dass eine Rente, die ursprünglich 1.000 Euro wert war, wenn das auf einem Schlag wirken würde, nur noch 750 Euro wert wäre. Und das nächste Problem ist vor kurzer Zeit eingeführt worden, die Rente ab 67. Also ich habe ja nichts dagegen, wenn Leute, gerade wenn sie das wollen, noch länger arbeiten. Das Problem ist aber, dass die Rente ab 67 bedeutet, dass Menschen, die dann eher die in die Rente gehen, mit hohen Abschlägen rechnen müssen. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo bloß jeder zweite Betrieb überhaupt bereit ist, Menschen über 50 einzustellen. Ich erlebe das jetzt bei Leuten, dass die einfach gezwungen sind, schon mit 63, 65, also jetzt mit 63 in die Rente zu gehen und dafür dann Abschläge für den Rest ihres Lebens in Kauf zu nehmen. Insofern ist auch die Rente ab 67 vor allem eins, ein Rentenkürzungsprogramm. Also, und insofern finde ich, es tut Not, die gesetzliche Rentenversicherung zu stärken und über Modelle wie eine Erwerbstätigenrente, in die alle einzahlen, auch die Schultern, die mehr wegtragen können finanziell, um sicherzustellen, dass die gesetzliche Rentenversicherung wieder sicher vor Altersarmut schützt.
Also Sie haben jetzt zwar nicht so schnell geredet wie Herr Niebel, aber über den entscheidenden Punkt haben Sie ganz schnell hinweg geredet, dass nämlich viele der Rentenmaßnahmen, die wir ergriffen haben, natürlich nicht auf einen Schlag und nicht sofort wirken, sondern bei der zukünftigen Rentnergeneration zu einer anderen Rentenberechnung führt, und zwar bei der Generation, die auch von Riester Gebrauch machen konnte. Es ist ja nicht so, dass wir in die aktuellen Taschen der aktuellen Rentner überwiegend reingegriffen haben. Und das bei der Rente mit 67, die wir gar nicht zu verantworten haben, hat die Große Koalition gemacht, geht es ab 2012 los, dass jedes Jahr einen Monat später in Rente gegangen werden kann. Dann sind wir bei 2029, glaube ich, dann bei 67. Also jetzt kann man nicht darf man nicht den Eindruck erwecken, als ob diejenigen, die morgen oder übermorgen in Rente gehen, jetzt bis 67 arbeiten müssen. Und das ist völlig richtig. Und das war auch die Bedingung für uns und auch für mich, dass ich zugestimmt habe. Das funktioniert nur, wenn der Staat und die Arbeitgeber dafür sorgen, dass Menschen auch länger arbeiten können, dass es nicht 2 Jahre länger Arbeitslosigkeit sind. Da muss sich einiges ändern, aber man muss natürlich auch sehen, dass bis dahin die Demografie in unserem Lande auch sich erheblich verschieben wird. Es wird mehr Ältere geben und es wird insgesamt weniger Erwerbstätige geben. Also der Arbeitsmarkt, wenn wir weiter unsere Exportzahlen halten zum Beispiel, wird schlichtweg auch einen höheren Bedarf an Arbeitskräften haben. Dann müssen wir allerdings natürlich dafür sorgen, dass diese Arbeitskräfte auch die Qualifikationen haben, die sie brauchen, um diese Stellen auszufüllen. Und dann darf es nicht sein, was man heute immer noch bei der Arbeitsagentur immer wieder hört, dass man mit 50 oder 60 keine Weiterbildungsmaßnahme mehr bekommt, weil dann hat man natürlich nicht die Chance, seine Qualifikationen zu aktualisieren, die man vielleicht mit 20 oder 30 erworben hat und die durch die Entwicklung, die die Arbeitsgesellschaft genommen hat, die Technologie genommen hat, nichts mehr wert sind und die man eben auch updaten muss. Und da brauchen wir eine andere Kultur. Aber wir können doch auch nicht, Frau Kipping, man müsste es ja bezahlen, wenn man mal regieren wollte. Wollen Sie ja sowieso nicht, deshalb können Sie natürlich allen sagen, ihr kriegt was, ihr kriegt was, ihr kriegt was. Wir müssen ja nie in der Situation sein, das mal zu berechnen und es dann auch zu bezahlen. Man muss doch auch gucken, das ist keine billige Polemik, am Ende geht es doch darum, wie hoch sind die Sozialversicherungsbeiträge. Die sind auch Arbeitskosten und wenn die ins Unermessliche steigen, haben erstmal die junge arbeitende Generation kein Einkommen, weil die müssen das bezahlen und unter Umständen haben sie auch keinen Job, weil niemand mehr sich zu diesen Preisen bereit ist zu beschäftigen. Und dann haben sie den Menschen nicht wirklich geholfen und ich finde, dass eine ehrliche sozialpolitische Diskussion muss bei allem, was sie an sozialer Gerechtigkeit schafft, immer gucken, was kostet das, wie finanzieren wir das und wo führt das womöglich dazu, dass neue Armut entsteht, weil wir ganze Segmente im Bereich der Arbeitswelt auflösen, wo Arbeit wegfällt und woanders hingeht, weil sie bei uns nicht mehr konkurrenzfähig angeboten werden kann. Sie können davon ausgehen, dass wir mit Frage geradezu verinnerlicht haben, aber Sie werden besonders gut verstanden sein von Herrn Niebel, denn wenn ich Ihr Wahlprogramm richtig verstanden habe, die Sozialversicherungsbeiträge sind gefühlt eigentlich immer zu hoch. Und was Rente anbelangt, haben Sie eigentlich das radikalste System, auch wenn ich hier mich salopp ausdrücke, das überkommene umlagefinanzierte Rentensystem ist aus Ihrer Sicht überholt. Habe ich das richtig verstanden? So wie die Gesundheitsversorgung. Das haben weder Sie noch Frau Schmidt richtig verstanden. Frau Schmidt hat vieles sowieso nicht verstanden. Dann ist es gut, wenn Sie vieles ohnehin nicht verstanden. Sie will ja auch die Einheitsversicherung nicht wegen des guten Klimas dann in der Gesundheitsversorgung, sondern sie will an die 100 Milliarden Altersrückstellung der privaten Krankenversicherung. Das ist aber ein anderes Thema. Ich wollte gerne was zur Rente sagen, und zwar in 2 Bereichen. Einmal zur Riester-Förderung. Ich bin nämlich sehr dafür, dass es eine geförderte private Eigenvorsorge gibt. Ich finde es allerdings völlig falsch, wenn jemand mit geringen Einkünften einen Riester-Vertrag abschließt und nicht bis über die Grundsicherung kommt, dass er dann überhaupt nichts davon hat, dass er das abgeschlossen hat. Ich finde das nicht deshalb so schlecht, weil ich jetzt der bessere Sozialdemokrat werden will, sondern es widerspricht unserem Leistungsgedanken. Wenn jemand selbst aus geringem Einkommen eine Eigenvorsorge betreibt, dann muss ihm diese Eigenvorsorge auch noch
bleiben, selbst wenn er nicht die Grundsicherungswert erreicht. Er muss einen Vorteil davon haben, dass er das Geld nicht vorher ausgegeben und verlebt hat. Das ist das eine, was ich sagen will. Das ist übrigens die gleiche Diskussion beim Schonvermögen, beim Arbeitslosengeld II. Das habe ich schon als Verhandlungsführer in den Vermittlungsverfahren für die Hartz-Gesetze gesagt, dass 250 Euro für ein Lebensjahr als Rücklage, die unangetastet bleibt, viel zu wenig ist. Und deswegen werden wir dieses Schonvermögen für die Altersvorsorge auf 750 Euro erhöhen, weil es dem Leistungsgedanken entspricht, dass derjenige, der Vorsorge betrieben hat, wie wir das völlig zu Recht fordern, dass der hinterher auch mehr hat als derjenige, der das Geld ausgegeben hat. Zum Rentenkonzept jetzt. Wir fordern eine flexible Rente. Wir halten die Rente mit 67 für falsch, weil sie tatsächlich nur eine Erhöhung der Abschläge ist. Die Beschäftigtenzahl von älteren Arbeitnehmern zeigt, dass die Beschäftigungsquote in Deutschland im Vergleich auch zu unseren europäischen Staaten vernichtend schlecht ist. Und deswegen würde es nur eine zusätzliche Minimierung der Rentenhöhe geben. Wir sagen, wenn jemand grundsicherungsfrei ist, mit privater, gesetzlicher und betrieblicher Altersvorsorge, dann soll er ab dem 60. Lebensjahr selbst entscheiden können, wann und in welchem Umfang er in Rente geht. Das heißt, es kann auch Teilrenten geben, aber wir kombinieren das mit einem ganz wichtigen weiteren Schritt, mit der Streichung aller derzeit bestehenden Hinzuverdienstgrenzen. Man muss dann auch wirklich dazu verdienen können, unbegrenzt, und dann kann man selbst entscheiden, ab Grundsicherungsfreiheit 60. Lebensjahr, ob seine Berufsbiografie es notwendig macht oder wünschenswert macht, früher auszusteigen oder länger dabei zu sein. Hintergrund ist, wir wollen einen Mentalitätswechsel mit anschieben. Im Moment ist die Diskussion auch immer mit der Frage verbunden, wann kann ich endlich in Rente gehen? Wir wollen zu der Frage kommen, wie lange darf ich noch im Erwerbsprozess bleiben, wenn ich das möchte? Und jemand, der als Teilrentner oder als Rentner hinzuverdienen möchte oder vielleicht auch muss, ist Rentner. Das heißt, er kann nicht mehr arbeitslos werden. Es werden auch keine Arbeitslosenversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer und Arbeitgeber mehr fällig. Er ist also vom Kostenfaktor der attraktivere Arbeitnehmer. Und so wollen wir sukzessive auch zu einem höheren Beschäftigungsstand von älteren Arbeitnehmern kommen. Denn in anderen Volkswirtschaften, wo die Erwerbsbeteiligung von Älteren höher ist als bei uns, ist die Arbeitslosenquote auch entsprechend niedriger. Und Arbeitsmarktforscher können Ihnen bestätigen, dass das eine mit dem anderen zusammenkommt. Wir werden in der Zukunft die Erfahrungen, die Kompetenzen unserer älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieben dringend brauchen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Vielen Dank, Herr Niebel. Herr Brauch, Sie zumindest die Forderung, dass derjenige, der Vorsorge betrieben hat, auch etwas davon haben muss, egal ob er Hartz IV bezieht oder später eine Grundsicherung im Alter, deckt sich ja doch mit den Aussagen im Wahlprogramm der CDU. Warum haben Sie das eigentlich in der letzten Legislaturperiode nicht einfach gemacht? Also ich habe jetzt ja sehr lang geduldig zugehört. Sie erlauben mir hoffentlich zu dem einen oder anderen Punkt auch gleich noch was zu sagen. Ja, das will ich Ihnen gleich sagen. Wir haben schon vor Jahren beschlossen, dass wir für die Arbeitslosengeld II-Empfänger eine deutliche Erhöhung des Schonvermögens wollen, das der Altersvorsorge dient. Ich bin bei den Verhandlungen dabei gewesen, wo wir bei Franz Müntefering da auf Granit gebissen haben. Wir haben das schon 2006 auf dem Parteitag beschlossen, haben das jetzt ins Wahlprogramm geschrieben. Die SPD hat erst, nachdem schon aus Verfahrensgründen, weil gar keine Sitzungswochen des Bundestages mehr stattfanden, die Nichtumsetzung gesichert war, das dann auch in ihr Wahlprogramm geschrieben. Wir fordern das fast schon in der gesamten Zeit der Großen Koalition, dass das Schonvermögen, das der Altersvorsorge dient, hier in erheblich größerem Maße geschützt wird als bisher, nämlich so, dass alle normalen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer alles das behalten können, was sie für die Altersvorsorge zurücklegen. Das ist nur ein Unterschied zu der sogenannten Riester-Rente. Bei der Riester-Rente sind Sie mit 5 Euro im Monat dabei, bekommen Sie eine staatliche Förderung von bis zu 90% vom Steuerzahler. Also das ist für mich ein Unterschied, ob jemand aus eigenem Einkommen während der Erwerbstätigkeit etwas anspart fürs Alter, das er dann auch behalten soll, oder ob jemand bei dieser Förderung schon bis zu 90% vom Steuerzahler dazu bekommt. Das ist dann etwas anderes, wenn es um die Anrechnung dann im Alter geht. Das muss man sagen. Ob ich etwas zu 100% selbst erspart habe oder zu 10% selbst erspart habe, finde ich, ist auch unter Gerechtigkeitsaspekten ein Unterschied. Ich will zu dem Rentenkonzept der FDP ansonsten noch mal eines sagen. Die FDP ist natürlich bei der Rente 67 genauso in die Populismusfalle getappt wie die Grünen letztlich mit ihrer Ablehnung. Das ist letztlich aus populistischen Gründen passiert. Wir haben ja,
Nein, Sie haben nicht zugestimmt. Und ich sage Ihnen auch gleich Ihre offizielle Begründung. So, wir haben als Große Koalition den Gesetzentwurf zur Rente 67 gegen die versammelte Opposition gemacht. Da nehme ich Ihren Punkt gleich vorweg. Sie haben Ihre Ablehnung damit begründet, dass wir für Menschen, die 45 Jahre Beiträge gezahlt haben, verabredet haben, dass die mit 65 weiter abschlussfrei in Rente gehen können. Das haben Sie abgelehnt. Sie haben gesagt, der Bundespräsident wird sich unterschreiben, das Verfassungsgericht wird es ablehnen, weil es eine Frauendiskriminierung ist, weil weniger Frauen auf dieses Alter kommen. Mit dem Argument können Sie die gesamte gesetzliche Rentenversicherung abschaffen, denn es gibt insgesamt mehr Rentner, die Beiträge in die gesetzliche, mehr Männer, die Beiträge in die Rentenversicherung leisten als Frauen. Also das gilt nicht nur bei 45 Beitragsjahren. Sie haben auch mehr Männer, mehr männliche 25 Jahre unter Tage beschäftigte Bergleute, die die Rente für 25 Jahre unter Tage beschäftigte Bergleute in Anspruch nehmen. Also das Argument war an den Haaren herbeigezogen und das Verfassungsgericht hat es ja auch bestätigt. Das war Ihre Begründung, warum Sie das Gesetz abgelehnt haben, die offiziell, ich behaupte, die Ware war, Sie wollten nicht mit einem unpopulären Gesetz in Verbindung gebracht werden. Und es ist im Moment nicht populär, das weiß ich. Nur wir tun das ja nicht, um die Menschen zu ärgern, sondern wir hatten 1960 eine durchschnittliche Rentenbezugsdauer von 10 Jahren. Wir haben die gesetzliche Rente von 65 seit dem Jahr 1916. Früher war sie für Arbeiter bei 70, für Angestellte gab es gar keine einheitliche Grenze. Damals war Arbeiten bis in den Tod der Normalfall, weil die meisten Menschen diese Lebenserwartung gar nicht haben. Wir haben im Jahr 2030 eine um 3 Jahre höhere Lebenserwartung der 65-Jährigen als heute. Und deswegen haben wir auch gesagt, für die, die nicht mehr können, machen wir Ausnahmeregelungen. Wir haben bei der Erwerbsminderungsrente nicht einfach die Bedingungen um 2 Jahre nach hinten verschoben. Und wir haben gesagt, damit die, die nicht mehr können, von der Solidargemeinschaft aufgefangen werden, müssen die, die es können, von den 3 Jahren, die sie länger leben, dann 2 Jahre länger arbeiten. Ich bin ganz sicher, dass in 20 Jahren da keiner mehr das ernsthaft in Frage stellen wird. Und was bei der FDP ja der Trick ist. Die FDP sagt, wer 60 Jahre alt ist und über Grundsicherung ist, der soll dann in Rente gehen. Nur sie beantwortet nicht die Frage, was die Bezugsgröße ist. Nicht? Wenn ich Rente, wir haben im Moment 0,3% Abschlag im Monat. So, wenn die Norm sozusagen 65 ist und ich gehe mit 60, dann habe ich 18% Abschlag. Wenn die Norm 67 ist und ich gehe mit 60, habe ich 25,2% Abschlag. Da soll mir mal einer zeigen, welche Friseurin dann mit 60 in Rente gehen kann mit 25,2% Abschlag. Das kann ja jederzeit also, nachlesen. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Man kann das von oben oder von unten rechnen, aber man muss schon eine Bezugsgröße haben, von der man ausgeht, wenn man sagt, wo die Abschläge sind. Und deswegen dann bleiben wir ein ganz bisschen bei der Wahrheit, lieber Kollege Brauch. Nein, deswegen drückt sich 65, die FDP. Die FDP 65, drückt sich bis heute 65. um die Frage, soll das Renteneintrittsalter erhöht werden oder nicht? Und jetzt sage ich noch etwas zu dem, was Frau Kipping gesagt hat. Aber würden Sie ganz kurz, Herr Niebel, zumindest aus seiner Sicht darstellen lassen, ob er die Bezugsgröße hat oder nicht? So fair sollten wir sein, Herr Niebel. Ich habe es ja schon dazwischen gerufen. Die Bezugsgröße ist 65. Bei dieser Bezugsgröße bleibt es. Allerdings ist unser Ziel tatsächlich, zu ermöglichen, dass möglichst viele Menschen die Chance bekommen, länger, wenn sie das möchten, im Erwerbsprozess zu bleiben. Das setzt übrigens auch voraus. Das können Gesetz, Sie auch heute schon, wenn die Tarifverträge... Ja. Es setzt übrigens, danke Frau Schmidt für den Zwischenruf, es setzt nämlich das voraus, dass man alles das, was tariflich oder gesetzlich diese Möglichkeit ausschließt, dann auch entsprechend korrigiert. Sie erinnern sich aus Ihrem Bereich, die Frage, ob ein Arzt noch Kassenpatienten behandeln darf oder nicht, ist ja zum Glück dann endlich mal geregelt worden, wenn ich das richtig sehe. Oder haben Sie es immer noch nicht geregelt, dass ein Arzt keine Kassenpatienten, nur noch private behandeln darf, wenn er eine Altersgrenze erreicht? So. Es ist lange schon geändert. Es gibt keine Altersgrenze mehr. Ich lobe Sie doch gerade. Ja. Das ist doch sachlich. Das ist jetzt endlich geregelt. Und das ist, schade, beim Ruhm. Manche Dinge muss man ertragen. Diesen seltenen vielleicht Moment, kann ich nachdem der Zwischenruf Sie bekommen gleich, Sie bekommen gleich garantiert noch ganz viele Möglichkeiten zu antworten. Denn wir haben zwei Saalmikrofone hier. Und ich denke, es wäre eine gute Übung hier im Paritätischen, dass wir nicht nur hier oben diskutieren, sondern jetzt auch die Möglichkeit geben, den Menschen im Plenum, Ihre Fragen zu stellen, aber auch Ihre Meinungen vorzutragen. Und wenn Herr Brauksiepe nun noch auf Frau Kipping eingeht, was er ja vorhat, dann können Sie schon mal Ihre Fragen sortieren, Ihre Thesen sortieren und dann können Sie einfach ein Handzeichen geben. Dann wandert ein Mikrofon zu Ihnen rüber und Sie können an eine dieser Damen und Herren Ihre Fragen stellen.